Auch wenn sich keiner mehr daran erinnert, vor 50 Jahren gab es einen massiven Umbruch im globalen Geld- und Finanzsystem. Seitdem ist keine Währung mehr mit irgendwas gedeckt, sondern sie sind alle im Prinzip beliebig vermehrbar. Welche Folgen hat das? Wie stabil ist das Geldsystem noch? Und was heißt es für Anleger, insbesondere für Goldanleger? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. The Great Reset. Das ist ein Schlagwort geworden, viel zitiert, obwohl ja eigentlich keiner so ganz genau weiß, worauf das eigentlich rauslaufen soll. Wenn ich es definieren müsste, würde ich sagen, ja, eine radikale Neuordnung des Wirtschaftssystems, Finanzsystems, Geldsystems, gegebenenfalls auch sowas wie eine neue Weltordnung, unter dem Druck der Verhältnisse natürlich oder aber auch erzwungen und koordiniert von wie auch immer gearteten Eliten. Ich bin keiner von denen hier, der glaubt, dass ich Ihnen sagen könnte, was da so geplant wird hinter verschlossenen Türen von unseren Eliten. Darum heißt es ja auch hinter verschlossenen Türen, damit der Rest der Welt eben nicht weiß, was die planen. Aber zum Glück gibt es hier etliche YouTuber, die wissen es trotzdem. Persönlich würde ich bezweifeln, dass die Eliten überhaupt einen Plan haben, geschweige denn einen koordinierten Plan, womit ich jetzt aber natürlich nicht sagen will, dass es keine mächtigen Interessen gibt auf der Welt oder auch mächtige Ideologien, die ja auch sehr destruktiv sein können. Und ich will schon gar nicht sagen, dass wir uns keine Sorgen machen müssten. Im globalen Geld- und Finanzsystem, da gab es schon den großen Reset. Und zwar ziemlich genau vor 50 Jahren. Es ist radikal umgestürzt worden damals. Und das Interessante ist, die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Dabei ist die Tragweite absolut immens. Am 15. August 1971, da hat die US-Regierung unter Präsident Nixon die Golddeckung des Dollar aufgehoben. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe es neulich schon mal erwähnt. Ich habe mich auch gefragt, ob ich hier hinten vielleicht nicht ein bisschen dekorieren sollte aus Anlass dieses Jubiläums. Ich konnte mich nur nicht entscheiden, gibt es jetzt eine Geburtstagstorte für unser neues Geldsystem oder gibt es eine Grabkerze für den Goldstandard? Und darum habe ich es auch gelassen dann am Ende. Wenn man jung ist heute, dann kann man sich das wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, dass wir wirklich mal in einer Welt gelebt haben mit edelmetallgedeckten Währungen und in einem System fester Wechselkurse auch. Aber wie schon oft gesagt hier, der Goldstandard, das ist kein Hirngespinst von irgendwelchen Goldspinnern, sondern das war ja die Realität in den westlichen Ländern. Die meiste Zeit der Industrialisierung hindurch und damit ja auch in Zeiten, wo ein großer Aufstieg geschafft worden ist. Und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, da war man schon sehr dahinter, dass man wieder so eine Golddeckung aufbaut, mehr oder weniger, und ein System mit festen Wechselkursen. Es war dann das sogenannte Bretton Woods-System. War alles nicht mehr so richtig hundertprozentig, weil ja gleichzeitig zum Beispiel in den USA der Goldbesitz ja wirklich verboten war, die ganze Zeit über. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, Goldverbot 1933. Und damals war es auch so, dass diese Zusage, dass man Gold eintauscht gegen 35 Dollar, eine Unze Gold, die hat ja auch nicht für jeden gegolten, sondern es hat nur gegolten für andere Notenbanken. Aber damit hatte man zumindest eine Goldabdeckung für den Dollar und wegen der festen Wechselkurse hat man indirekt auch diese Goldabdeckung gehabt für die anderen Währungen. 1971 ist es aber beendet worden, Knall auf Fall, es ist nicht mehr gegangen. Die USA waren im Vietnamkrieg, der war sehr teuer, die Staatsverschuldung ist auch sonst gestiegen in den USA, die Weltwirtschaft ist stark gewachsen, das hat auch geheißen, alle haben Dollar haben wollen als Reservewährung, sind immer mehr Dollar gedruckt worden, auch der Dollar war dann auch überbewertet, die USA haben dadurch ein hohes Handelsbilanzdefizit gehabt. Das Thema haben wir heute beim Dollar übrigens noch ganz genauso wie damals. Das
das ist auch ein Thema für sich, werde ich vielleicht auch mal ein Video dazu machen. Aber ja, wie auch immer, es ist nicht mehr gegangen, es ging nicht mehr. Die Ausgaben, die man hatte und das Geldmengenwachstum, das war alles mit einer goldgedeckten Währung einfach nicht mehr zu machen. Und darum haben die USA sie von heute auf morgen auch gestoppt, ohne die ganzen anderen Länder vorher zu informieren im Übrigen. Das war der sogenannte Nixon-Schock. Sonntag, 15. August 1971, alle sind vorm Fernseher gehockt und wollten Bonanza sehen, und mitten in die Sendung rein platzt plötzlich der Präsident und erklärt die Golddeckung des Dollar für beendet. Den Amerikanern war es erstmal relativ egal, die wollten Bonanza sehen und nicht so einen Wirtschaftsquatsch. Und es hat auch sonst da keinen großen Aufschrei gegeben damals, sondern man hat vielleicht eher sogar das Gefühl gehabt, man wirft da jetzt Ballast ab letzten Endes, und diese Ketten durch diese Goldbindung und das Wechselkurssystem, die werden jetzt endlich gesprengt. Es ist viel passiert seitdem, viel Gutes, viel Schlechtes, aber die große, große Zäsur, das war ja einfach das: Es gibt seit 1971 kein Geld mehr, das irgendwie durch irgendwas gedeckt wäre, das nicht beliebig vermehrbar ist. Und damit ist ja auch das Geld selbst potenziell beliebig vermehrbar. Man kann jetzt zwar sagen, es ist ja dafür trotzdem ganz gut gelaufen die letzten 50 Jahre, aber wir haben gleichzeitig schon immer wieder schwere Krisen und Zusammenbrüche gehabt. Es gab den starken Inflationsanstieg zum Beispiel gleich in den 70ern, gleich nach dem Ende von dieser Golddeckung. Dann die Japan-Krise, Asien-Krise, Krisen in Lateinamerika, Russland, Türkei. Alles Krisen, wo schon auch der Verdacht nahe liegt, dass die zumindest zum Teil auch verursacht worden sind, dadurch, dass in den Märkten vorher viel zu viel Liquidität war. Und dann natürlich Finanzkrise 2008 und gleich anschließend Euro-Schuldenkrise. Die hat dann ja auch dann die reichen Länder hier getroffen bis ins Mark. Und man kann natürlich sagen, das war damals ja die Subprime-Immobilienkrise oder da war Griechenland schuld. Aber es gab eben auch damals im Vorfeld schon eine ganz expansive Notenbankenpolitik, die sich hauptsächlich dem Wachstum verschrieben hat, die für billiges Geld damals eben schon gesorgt hat und die das Ganze auch sehr begünstigt hat. Und zumindest der damalige Notenbankenchef Alan Greenspan, der hat es im Nachhinein auch so gesehen. Natürlich gab es im Goldstandard zu der Zeit auch schon Krisen, und natürlich auf der anderen Seite, es gab auch in der Zeit nach dem Goldstandard Krisen, die nicht die Geldpolitik verursacht hat. Corona-Pandemie zum Beispiel, klar, das ist es keine monetäre Krise, aber es kann eine draus werden, weil sich ja jetzt auch zeigt, wieder mal mit aller Deutlichkeit, wie wir inzwischen reagieren auf solche Schocks. Die Notenbanken sind jetzt total flexibel mit der Geldmenge, und dadurch glauben wir, haben wir jetzt die Lösung für alle Krisen und alle Probleme. Einfach mehr Geld in den Markt pumpen, Geld billig machen und damit auch mehr Verschuldung möglich machen, damit lösen wir alles. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde es gut und ich finde es richtig, wenn man in solchen Krisen so reagiert, das muss man. Aber was wir gelernt haben aus der Finanzkrise, das ist ja das, dass man das Ganze ja nicht mehr wirklich rückabwickeln will dann. Also es gibt ja nie so richtig eine Rückkehr zur Normalität. Und dadurch schaukeln wir das Ganze natürlich jedes Mal immer noch mehr hoch, und wir bekämpfen in jede Krise mit dem, was die nächste Krise wahrscheinlich dann noch schlimmer macht. Und an den Finanzmärkten wird das Ganze trotzdem noch bejubelt, durchgehend. Was haben wir gekriegt die letzten 50 Jahre? Wir haben natürlich Wachstum bekommen dadurch, zusätzliches Wachstum. Es gab aber natürlich auch Kaufkraftverluste, vor allem seit der Finanzkrise und zur Inflation und zur Inflationsstatistik. Da muss man ja auch mal sagen, erstens, die Erfassung ist umstritten, dann zweitens eine rückläufige Inflation. Das heißt ja nicht, dass die Preise wieder fallen, sondern sie steigen trotzdem weiter, nur eben langsamer. Und drittens, es gibt eben nicht nur die Verbraucherpreisinflation, die da immer zitiert wird, sondern es gibt natürlich auch eine Vermögenspreisinflation, Aktien, Immobilien, andere Sachwerte. Und da sind ja die Preise ganz massiv gestiegen.
Und es ist wunderbar, wenn Menschen mit niedrigem Einkommen heute sich erfreuen können an Smartphones und Spielkonsolen und Billigflügen nach Malle. Das ist natürlich alles günstiger geworden, aber das wird die nicht drüber wegtrösten, dass sie sich kaum noch die Miete leisten können und dass an Wohneigentum jetzt schon gar nicht mehr zu denken ist. Armut, das ist eben was, das hat nicht immer nur was mit Kapitalismus zu tun, sondern manchmal ist auch die Geldpolitik schuld. Aber die klarste Sprache über das, was sich verändert hat die letzten 50 Jahre, die spricht natürlich der Goldpreis. Hier ist der Chart seit 1968. Bis 1971 war der offizielle Kurs natürlich 35 Dollar. Heute sind wir bei 1800 Dollar. Das heißt, der Goldpreis hat sich in 50 Jahren wirklich verfünfzigfacht. Das spricht natürlich Bände. Ich glaube auch, das muss man gar nicht mehr groß kommentieren. Aber was heißt es für uns heute als Anleger, vor allem als Goldanleger? Kleiner Einschub hier noch schnell. Es geht ja hier um Geldanlage in jederlei Hinsicht. Und wir haben auch wieder für Sie vorbereitet einen neuen Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Da geht es diesmal aber um was ganz anderes. Es geht nämlich um chinesische Bieraktien. Die Aktien von chinesischen Brauereien. Hat mit Gold jetzt nicht so viel gemeinsam, außer die gleiche schöne goldene Farbe. Und dass es auch eher defensive Investments sind, kann man sagen. Falls Sie das auch interessiert, die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind auch gratis. Und dieser Report zum chinesischen Biersektor, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann einfach nochmal schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nutzen Sie das, das ist ein Sektor, da bekommt man sonst nicht viel zu lesen drüber und da sind die Informationen rar. Aber zurück zum Gold. Ich werde ja manchmal gescholten von den Goldfans hier, weil ich anders als viele andere, die sich damit beschäftigen, jetzt hier nicht dauernd sage, oh, unbedingt Gold kaufen, Gold geht jetzt durch die Decke, sondern mir geht es eben manchmal auch um die kurzfristige und mittelfristige Entwicklung, also nicht nur langfristig. Und ich will das nur noch mal ganz kurz umreißen, wie ich die Lage sehe momentan, weil meiner Meinung nach ist es auch alles nicht so ganz eindeutig zurzeit. Grundsätzlich wirkt alles ein bisschen absurd. US-Inflation ist ja stark gestiegen, ist im Juli immer noch bei 5,4% gewesen und die Marktzinsen liegen trotzdem ja immer noch am Boden. Zehnjährige Staatsanleihen bringen jetzt nur noch 1,3%. Im März waren wir noch bei 1,7%. Heißt natürlich, die Realzinsen, die man erzielen kann als Anleger, die gehen immer weiter ins Negative und tatsächlich müsste Gold da eigentlich durch die Decke gehen. Aber es gibt ja die Notenbank, die Fed. Und die hat ja bekanntlich erklärt, einfach mal so, dass die Inflation momentan nur vorübergehend ist. Und der Markt kauft ja das ja auch tatsächlich ab, bis jetzt zumindest. Und dadurch ist ein Ungleichgewicht entstanden, ein starkes Missverhältnis hier natürlich zwischen Gold, der Inflation und den Zinsen. Das kann noch ein bisschen so bleiben, aber es wird sich auflösen müssen, früher oder später. In die eine oder andere Richtung. Und für mich gibt es da nur drei Szenarien. Erstes Szenario, die Fed hat recht und die Inflation geht wirklich zurück. Kann sein, also dass es eben wirklich hauptsächlich Basiseffekte waren und Spekulationseffekte. Das würde heißen, sie kann sich Zeit lassen mit der Straffung und das wäre zum Beispiel ein wunderbares Szenario für Aktienanleger und für Goldanleger ist es aber ein Horrorszenario und wahrscheinlich auch für Rohstoffaktien und solche Dinge. 2011, 2012 war es ganz genauso und man darf das nicht völlig ausschließen momentan. Man muss das im Hinterkopf haben. Zweites Szenario, die Inflation bleibt hoch. Relativ. Und die Fed muss eben doch reagieren. Und dann bleibt aber vielleicht gleichzeitig auch das Wachstum hoch und dann wird schon kniffliger die ganze Sache. Also der Aktienmarkt mogelt sich vielleicht noch weiter so ein bisschen hoch, zumindest die zyklischen Aktien, weil das Wachstum wäre ja immer noch da.
Gold kann auch steigen oder stabil bleiben, also je nachdem, wie es dann konkret aussieht mit der Inflation. Aber es werden wahrscheinlich irgendwann dann eben auch mal die Zinsen steigen. Und für Gold ist es dann eben sehr wichtig, steigen die Marktzinsen stärker dann als die Inflation oder tun sie es nicht? Das muss man dann sehr genau beobachten, was man da dann für eine Konstellation hat. Und es gibt aber noch ein drittes Szenario. Die Inflation geht hoch, das Wachstum geht runter. Stagflation haben wir so schon länger nicht mehr gehabt. Er ist aber nicht so abwegig, wie es klingt. Und das ist dann das Horrorszenario für Aktienanleger und für Goldbesitzer wäre es aber ein Traum. Und für die Notenbanken, für die wäre es die Stunde der Wahrheit, kann man wirklich sagen. Wenn man dann wirklich den Geldwert konkret schützen muss vor Inflation, aber gleichzeitig soll man auch die Wirtschaft wieder ankurbeln, dann kommt es nämlich zum Spruch, dann gibt es keine Ausreden mehr und jeder kann ganz genau sehen, ob sich die Notenbanken dann diesen Forderungen beugen, die dann natürlich kommen werden aus der Politik, aus der Wirtschaft und vom Finanzmarkt wahrscheinlich auch und ob sie dann die Geldpolitik eben locker lässt oder ob es da irgendwie doch noch um sowas geht wie Geld. Wertstabilität. Und ich bin da sehr skeptisch. Aber ich will es eben grundsätzlich gesagt haben, es hängt kurzfristig, mittelfristig viel ab von den nächsten Daten, die da reinkommen. Wir sind nicht in der Situation, wo wir sagen können, in der Vergangenheit ist das und das passiert und darum passiert in der Zukunft garantiert das und das. Und wie ist es langfristig? Läuft da alles auf die große Krise raus, auf den berühmten großen Reset und dann am Ende doch wieder ein Goldstandard? Ich würde sagen, Krise ja, nicht unwahrscheinlich. Was den nächsten Goldstandard betrifft, da versagt bei mir völlig die Fantasie, weil immer, wenn wir einen hatten und dann ist wieder eine Krise gekommen, dann ist er ja sowieso wieder abgeschafft worden. Und auch das, was die Notenbanken gerade machen mit ihren Goldkäufen, das ist für mich auch kein Indiz für einen kommenden Goldstandard, weil man kann heute mit den paar Tonnen Gold, die die sich jetzt eingekauft haben, damit kann man keine Währung mehr decken heutzutage. Und ich bin auch immer noch der Meinung, auch wenn Sie mich da völlig naiv halten, auch Papiergeldsysteme könnten funktionieren. Sie können es nur eben nur dann, wenn die Notenbanken eben glaubwürdig die Geldwertstabilität verteidigen. Und dafür gibt es auch Beispiele. Also in den USA, wie gesagt, die Inflation in den 70er Jahren ist ja stark hochgegangen. Und 1979 lag sie bei 13%. Und dann kam aber Paul Volcker als Notenbankenchef und dann war es mit dem Rumgeeier vorbei. Und er hat den Leitzins angehoben in der Spitze auf 20% und hat damit die Inflation in ein paar Jahren wirklich bezwungen. Der Dollar profitiert davon noch heute. Aber zu was für einem Preis? Massenpleiten, Millionen Arbeitslose, Arbeitskämpfe, es sind ganze Branchen verschwunden, die Immobilienpreise sind eingebrochen. Und man hat ihn natürlich gehasst dafür. Jeder. Und Jimmy Carter, der ihn ernannt hat, der ist dann auch abgewählt worden. Damals ist die Notenbank standhaft geblieben, war das reinste Wunder eigentlich im Nachhinein. Und die USA haben diesen Preis auch wirklich bezahlt. Aber für uns stellt sich doch die Frage, wenn wir jetzt irgendwann mal konfrontiert werden, wieder wirklich mit Inflation, kommt dann auch wieder so ein Paul Walker und sind wir dann auch bereit, als Gesellschaft so einen Preis zu zahlen, den man ja zahlen muss für die Geldwertstabilität? Und ich persönlich kann darauf nur eine Antwort geben. Angesichts der Geldpolitik in der Finanzkrise, angesichts der globalen Neuverschuldung, angesichts der Debatten, die da geführt worden sind in den letzten Jahren, über die schwarze Null, über den Investitionsstau, den wir angeblich haben, über die großen Herausforderungen der Zukunft, über die Modern Monetary Theory und über all die vielen Dinge, für die wir in Zukunft viel mehr Geld ausgeben müssen, noch als wir es heute tun. Meine Antwort ist definitiv nein. Wir werden diesen Preis nicht bezahlen. Wir sind dazu nicht willens und wir sind dazu auch nicht fähig. Und darum werden wir, wann immer die Inflation jetzt kommt, ob sie jetzt kommt oder ob es in 10 Jahren kommt, wir werden direkt reinlaufen ins offene Messer und das mit den allerbesten Absichten wie immer.
Und das ist auch mein Langfristszenario für Gold, ganz einfach. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Gold die nächsten 2 Jahre oder die nächsten 5 Jahre jetzt ein gutes Investment ist. Ist aber vielleicht auch nicht so entscheidend, weil es gibt einfach Szenarien, wo fast nur Edelmetalle davor schützen. Und diese Szenarien sind eben jetzt nicht mehr so abwegig. Und dafür brauche ich keine Verschwörungstheorien, ich brauche dafür auch keine bösartigen Eliten oder sowas, ich brauche auch keinen Reset. Mir reicht, was ich höre und sehe jeden Tag. Wir sind eine Anspruchsgesellschaft geworden, wir leben über unsere Verhältnisse und das schon sehr lang. Die Politik und die übrigen Institutionen, die haben eine Wohlstandsillusion erzeugt und das ist ja auch ihre Daseinsberechtigung und das muss ja auch aufrechterhalten werden. Und das alles mal richtig zurückzudrehen, wenn es mal wirklich sein muss, für sowas Komisches und Abwegiges wie Geldwertstabilität. Das ist was, dem sind wir nicht mehr gewachsen. Weder die Eliten, die sogenannten, noch wir alle als Gesellschaft. Und jetzt, wo ich das so gesagt habe, da bin ich ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Kommt davon, wenn man sich Gedanken macht über sowas. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal sowas wie, ja, die Zukunft, das hat manchmal schon auch ein bisschen was Unangenehmes, weil man weiß ja so wenig drüber, über die Zukunft. Ich würde sagen, es gibt da nur eins, weiter mit offenen Augen durch die Welt gehen, einfach immer dranbleiben an den großen Themen und wenn Sie wollen, gern auch mit mir zusammen, mit diesem Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das alles mit mir zusammen auch weiter verfolgen in Zukunft. Und was Gold betrifft, Gold ist bestimmt nicht die Antwort auf alle Fragen, aber es ist wahrscheinlich eine ganz gute Antwort, falls wir wirklich mal an einen Punkt kommen, wo es sonst nicht mehr viele gute Antworten gibt. Und denken Sie aber, das noch zum Schluss, denken Sie aber bei all dem Gold auch noch an das gute goldgelbe Bier in China, das sich jeden Tag hunderte Millionen Chinesen hinter die Binde kippen. Der Zukunftsmärkte-Report mit den China-Bieraktien, der geht morgen raus. Wie gesagt, schnell eintragen noch auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.